Moin und herzlich willkommen zum Let's Play von XCOM Chimera Squad. Mein Name ist Floma, schön, dass du dabei bist. Und wir legen gleich weiter. Wir haben die erste Tutorial-Mission abgeschlossen und gehen in die nächste Phase hinein. Paket an Polizei übergeben. Genau, wir haben die Bürgermeisterin gerettet. Nicht, was sie sagt. Deshalb hat sie das Sagen. Nicht übel für unsere erste offizielle Mission. Tu das nicht. Was nicht tun? Den Tag vor dem Abend loben. So sieht's aus, das sollte man wirklich nicht machen. Das bringt Unglück. Ja, ja. Bürgermeisterin Nightingale wurde heute durch eine Explosion am City 31 Memorial Museum getötet. Die Identität der Angreifer ist bislang unbekannt. Der Stadtrat bittet alle Bürger, die Ruhe zu bewahren. Sie wird am gleichen Tag vaporisiert, an dem XCOM den Chimera-Trupp in die Stadt schickt. Hören Sie die Stimme in Ihrem Kopf? Das bin ich! Sie müssen aufwachen! Hat Bürgermeisterin Nightingales Stimme trotz aller Opposition die Reclamation Agency in die Stadt gebracht. Ohne ihre Unterstützung steht die Zukunft des Chimera-Trupps in den Sternen. Na toll. Willkommen zurück, Chimera-Trupp. Die Direktorin will mit uns sprechen. Danke, dass Sie die Bürgermeisterin haben sterben lassen. Sie sind gefeuert. Das ist nicht hilfreich. Du hast recht. Tut mir leid. Ich stelle den Anruf durch, wenn Sie soweit sind. Ich habe Ihren Einsatz im Museum verfolgt. Und das, was danach kam. Direktorin Kelly. Wer hat es nicht? Ich übernehme die volle Verantwortung für alles, was passiert ist. Genug. Ich habe Sie nach City 31 geschickt, weil ich glaubte, Sie wären bereit dafür. Heute Abend haben Sie meine Erwartungen übertroffen. Die Polizei hat innerhalb von 3 Stunden nach Ihrer Ankunft in der Stadt Unterstützung angefordert. Sie haben sofort reagiert. Sie waren schlecht ausgerüstet und unterbesetzt. Trotzdem haben Sie sich angepasst, wie es Ihnen beigebracht wurde. Nicht zu vergessen, dass Sie die Bürgermeisterin gerettet haben. Sie haben sie in Sicherheit gebracht, wie die Stadt es wollte. Geben Sie sich nicht die Schuld für etwas, das Sie nicht kontrollieren. Konzentrieren wir uns lieber auf die nächsten Schritte. Ich habe einen Kartentisch eingerichtet. Bereit, wenn Sie es sind. Gehen Sie rüber, ich bleibe dran. Immer bereit. Immer bereit. So, es gibt kritische Ziele, Stadtkarte, das können wir noch machen. Erstmal nur auf die Stadtkarte gehen. Willkommen in City 31. Während der Advent-Besatzung war die Stadt eine Festung mit einem aktiven Raumhafen. 5 Jahre nachdem XCOM den Krieg gewonnen hat, ist sie für Aliens, Hybriden und Menschen gleichermaßen zur Heimat geworden. Sie verfügt über neue Produktionsstätten, eine autonome Regierung und regionale Landwirtschaft zur Versorgung der vielschichtigen Bevölkerungsgruppen. Trotz aller Widrigkeiten blühte diese Stadt nach dem Krieg auf. Es gab keine Vergeltungsangriffe. Bis heute Abend. Das wissen wir nicht, noch nicht. Aber wir werden es herausfinden. Die Polizei hat unsere Unterstützung bei der Sichtung der Beweise am Memorial Museum angefordert. Sie haben heute gute Polizisten verloren. Helfen Sie ihnen so gut Sie können und bringen Sie in Erfahrung, was wir herausfinden können. Alright, Karte. Auf der Karte siehst du einen Status von City 31 und alle aktuellen Ziele, denen unser Trupp senden kannst. Der Chimera-Squad kann pro Tag immer nur auf 1 reagieren und der Tag wird nach Abschluss ist jetzt automatisch beendet. Okay. Den Downtown District ansehen. Ja, ich würde gerne schließe Situation folgende Memorial Museums ab. Okay. Da müssen wir jetzt also durch. Die Polizei braucht Hilfe, um die Nachwirkungen des Angriffs von heute Nacht zu untersuchen. Der Tod von Bürgermeisterin Nightingale hat die Stadt in Aufruhr versetzt. Tun wir, was wir können, um zu helfen. So, ich wollte eigentlich aber eine Sache nochmal kurz in den Optionen. Nochmal ein bisschen die Audioeinstellung anpassen. Musik kann ein bisschen lauter. Wollen ja ein bisschen Musik hören. Okay, so, Startkarte, Mission, MTW schicken. Schicken, um die Hoffnung, dass den Tag automatisch voranschreiten. Ja, das soll ich ja machen. So, wir haben getan, was wir konnten, um der Polizei zu helfen. Commissioner Marlow drückt ihren Dank aus. So. Ihre Zusammenarbeit mit der Polizei hat ein paar Türen geöffnet. Also,
Bis jetzt wissen wir Folgendes. Mhm. Die Bürgermeisterin wurde von einer primitiven Plasmabombe getötet. Die Aufständischen hatten keinen Zugang zu den hierfür erforderlichen Bauteilen. Dann hatten sie also Hilfe von außen? Höchstwahrscheinlich. Es gibt drei Gruppierungen in City 31, die solche Waffen beschaffen könnten. Nächste Ermittlung wählen. Okay. Also ich muss mir entscheiden, welche ich überprüfe, die nachkommen. Ein loses Netzwerk menschlicher Psioniker. Nach ihrer Version ist die Zukunft von City 31 vollkommen psionisch, ob die Stadt es will oder nicht. Die Grau Phönix, eine Organisation aus Alien-Plünderern. Sie haben heimlich die Art von Waffen angehäuft, die Reklamation aus dem Verkehr ziehen sollen. Würde ich gerne wissen, was es ist. Eine religiöse Untergrundbewegung für Hybriden. Sie predigt Erlösung, aber nur für jene, die eins gegen XCOM gekämpft haben. Ja, das könnte es noch sein. Wir sind XCOM. Die Bürgermeisterin hatte was mit XCOM zu tun, also würde ich mal sagen, nehmen wir die. Die heilige Spirale. Ehemalige Advent-Offiziere, die eine Religion für sich entdeckt oder genauer gesagt erschaffen haben. Sie behaupten, der wahre Pfad für die Hybriden in City 31 zu sein, solange dieser Pfad bewaffnete Ausschreitungen bedeutet. Direktorin, das sind hiesige Kriminelle. Fällt das nicht in die Zuständigkeit der Polizei? Völlig richtig. Die Reclamation Agency unterstützt die örtliche Polizei nur. Aber wir müssen auch gefährliche Materialien sicherstellen. Von allen, die der Welt schaden wollen. Und jede dieser Gruppierungen steckt da bis zum Hals mit drin. Also, wie geht es weiter? Konzentrieren Sie sich auf eine Gruppe. Okay. Ermitteln Sie, enttarnen Sie Ihre Operationen und zerschlagen Sie sie. In der Zwischenzeit suchen wir nach Verbindungen zum Tod der Bürgermeisterin. So oder so ist damit eine gefährliche Organisation weg vom Fenster. Ganz genau. Die Stadt will Gerechtigkeit für Bürgermeisterin Nightingale. Also helfen wir ihnen, sie zu bekommen. Da bin ich ja mal gespannt. So, Ermittlungen durchführen. Jede Ermittlung hat drei Phasen. Grundlagen. In diesem ersten Einsatz erfährst du mehr über die Fraktionen und ihre Methoden. Drei Operationen. Verborgene Einsätze, die enthüllt und abgeschlossen werden müssen, um die Hauptpläne der Fraktion zu vermitteln. Vereiteln und Zerschlagung verhindern sie den letzten Angriff. Okay, heilige Spirale im Gange. Untersuche die heilige Spirale. Fraktionsführung. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Ermittlungsverlauf März. Ermittlung aufgenommen. Okay. Besucherbereich Montage. Jetzt geht's los. Das Hauptquartier hat uns eine Montage geschickt. Mit den richtigen Mustern können wir alles bauen. Das heißt, mit der neuesten Version könnten wir das... Was Sie hier sehen, ist das extrem pingelige 2038er Modell. Die Belastungstests der Muster werden etwas dauern, aber wenn wir sie haben, kann es losgehen. Na dann. Illyrium ist eine Ressource, das kennen wir, glaube ich. So, wähle ein Startprojekt. Androiden-Personal. Baue den Androiden-Einsatzzentrale. Dieses Netzwerk ermöglicht uns, Androiden auf taktische Einsätze zu schicken und schalte neue Montageprojekte frei. Können von der Versorgung erworben werden, schaltet alle anfänglichen Montageprojekte von der Gibt. Da müssen wir wohl da durch. 2 Tage, schätze ich mal, wählen und starten das Montageprojekt. Wähle eine Einheit, um sie in dem Trupp zu neuer Rekrut. Hallo. In der Waffenkammer verwaltest du deine Einheiten, Ausrüstung und so weiter und so fort. Die Direktorin hat den Stadtrat davon überzeugen können, dass wir zu wenig Personal haben, um effizient zu arbeiten. Das heißt, dass wir mehr Agenten nach City 31 holen können. Noch nicht den ganzen Trupp, aber es ist ein Anfang. So, wenn wir Präzisionsschützen. Mehrfachschüsse. 75 Zielsicherheit. Gut, hat er auch. Aber Wille... Kritische Chance 10. Mobilität 11. Lanzenträgerschuss feuert eine. Nahkampf, hohe Mobilität. Ist natürlich nicht schlecht. Furchtloser Sturm. Stürmt auf einen Feind zu und führt nach dem Vorschuss einen Nahkampfangriff. Auch nicht schlecht. Was war hier? Positionswechsel. Einheit wechselt psionisch die Position mit dem anvisierten Feind. Metalle Angriffe blenden.
Ah, ich glaube, ich nehme den hier. Blue Blood. Schön, Sie zu sehen. Ach, ganz meinerseits, Whisper. Schon eingelebt? Nicht wirklich. Bis wir eine richtige Dienststelle haben, müssen wir in einer Triebwagenhalle hausen. Naja, jeder Job hat so seine Annehmlichkeiten. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie hier welche entdecken. Okay, und jetzt können wir hier Ausrüstung an. Pistole, Körperpanzer. Gut, wir haben ja kein Zeug. Okay. Dem müssen wir auf jeden Fall eine Waffe geben. So, hier kommen dann die Fähigkeiten durch. Das sind die Biografien. Und wir können Rüstung färben. Yeah. Wunderschön. Okay, also hier können wir Sachen ausrüsten. Aber da hier haben wir keine Sachen. Unsere vorläufige Dienststelle hat alles Erforderliche. Waffen, Kommunikation, Munition. In der Beschaffung fragen wir alles Weitere an. Solange der Trupp über das Budget verfügt, bekommen wir es. Nice. So. Credits sind eine von drei Ressourcen. Oh, und es gibt ein gutes Angebot auf kampftaugliche Androiden. Ich weiß. Sie alle hassen sie. Ja, ich weiß nicht. Oh gut, ist gerade keiner da. Vorstoß. Autoschlüsselkarte. Eine Autoschlüsselkarte benutzt eine Brute Force-Angriff, um jede Sicherheitstür zu öffnen. Das ist auch nice. Granaten. Medkits sind auch nicht schlecht. Rüstung haben wir nicht. Betäubungsgeschosse, Suchgeschosse. Ja, ich finde die Autoschlüsselkarte finde ich eine interessante Sache. Weil wir dann durch Türen durchkommen. Ich kaufe mal so eine. Und dann geht man hier in die Waffenkammer. Wie geht man denn mal hier so eine Karte? Wer sollte die bekommen? Denn nicht der Typ mit dem Schild, oder? Ah ne, du hast die Sprengladung, okay. Vielleicht du? Upsa. Nice. Aber gleich schon mal alles verbessert. So, das sind die Operation, Vorrat, Untersuchung, untätige Einheiten. Achso. Wieso ist hier nicht automatisch jetzt dabei? Dass der hier. Nee, nicht das hier. Rüstung färben, Einheiten, Kills. So, ich muss sie noch irgendwie hinzufügen. Wie mache ich das? Einheitenrüstung, Einheiten, Biografie? Nee. Blue Blood. Ja. So, jetzt. Nee. Ach so, hier kann er. Okay, also ich kann aktuell nur 4 mitnehmen. Verstehe, verstehe, verstehe. Aber wen nehmen wir mit? Du hast das Schild, das ist eigentlich ziemlich geil. Blue Blood nehmen wir mal noch nicht mit. Wir sind nicht die Polizei. Wenn Sie einen Diebstahl beobachten, weil der hat nicht so melden viele Sie ihn dem 3-1-PD und machen Sie weiter. Mit einer Ausnahme.
Feinde, die gefährliche Schmuggelware bei sich haben, könnten versuchen zu fliehen. Lassen Sie sie nicht entkommen. Ich gebe mein Bestes. So, los geht's. Anfang der Woche hat eine Überwachungskamera Anhänger der Heiligen Spirale aufgezeichnet, wie sie in diesem Lagerhaus herumschnüffelten. Heute ging der stille Alarm los. Das Lagerhaus ist voller Schmuggelwaren aus der Advent-Ära, die in einen Technologietresor gebracht werden sollen. Manche Dinge sollte man besser ruhen lassen. Alright, so, best zum Schluss. Der Schluss der letzten Einheit wird durch diesen Zugang Feinde sind schwer zu treffen. Verzögerter Scan, die letzte Einheit wird durch diesen Zugang geht, wird bis zum Ende der Begegnung markiert. Alles vorbereitet, alle Einheiten, die durch diesen Zugang werden, eine Runde lang. Plus 50. Aha. So. Und los. Vorwärts! Hinter mir bleiben! Move, move, move. Feuer! Tschüss! Ah, nicht gekillt. Roboter sind es. Ja, shit, ich hätte den anderen killen sollen. So ist er leider nicht down gegangen, nur der eine Tübi. Einmal pro Einsatz kannst du eine Einheit auf der Zeitachse vorziehen. Ja, ja, das wäre nicht schlecht. Vorbereitung gewährt einen Verteidigungsbonus. Nice, so. Ziel in Haft genommen. Sehr gut. Teamarbeit. Koordiniert mit anvisierten, nicht verhinderten Verbünden wegen des... Ja, aber das bringt es da... Naja. Probieren es mal aus. Bringt's nicht. Ja, was war das? Daneben schießen war das, okay. Ich muss den eigentlich treffen, der ist wichtiger. Was explodiert denn? Was zur Hölle? What? In Bewegung. Was ist denn los? Komm, du triffst auch. Naja, das Ding explodiert. Gut gemacht. Krasser Shit. Terminal nicht mehr markiert, was? Die Heilige Spirale hat spezialisierte Mechteile gestohlen. Die Art von Teilen, die man nicht so leicht replizieren kann. Wir kennen ihren Plan. Halten wir sie auf. Ja, das machen wir. Aber erst in der nächsten Folge.
Danke ich dir schon mal, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, du hattest Spaß. Und wenn du magst, würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, hier bei XCOM Chimera Squad. Was mir sehr helfen würde, wenn du ein Abo dalassen würdest oder bei mir auf Twitch vorbeischauen könntest, wenn du Bock hast, da, wenn es wieder weitergeht, streame ich eigentlich zweimal die Woche. Ansonsten habe ich auch Instagram, Twitter, TikTok, da bin ich auch da, da lade ich haufenweise Sachen hoch, aber ein Abo würde mir am meisten helfen. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein Floma. Tschüss.